Hallo Leute, mein Name ist Sozusee und heute einmal mit einem Tipp auf Deutsch aus der Factorio-Welt. Was ich euch zeigen will, ist, wie wir Blechrollen machen mit Kühlmittel. Ich hatte da ein bisschen Probleme, das herauszufinden, wie der Kreislauf mit dem Kühlmittel funktioniert. Schauen wir uns zuerst mal den Kreislauf an, was es mit den Blechrollen auf sich hat. Wenn wir hier mal reinschauen, wenn wir aus dem geschmolzenen Metall direkt Platten machen, bekommen wir aus 40 geschmolzenem Eisen vier Platten raus. Wenn wir die Rollen machen, brauchen wir 80, bekommen aber zwei Rollen raus und aus einer Rolle machen wir vier Platten. Also unter dem Strich ändert sich nichts. Aber bei diesem Rezept in den Maschinen können Produktivitätsmodule eingefügt werden, so dass wir am Ende mehr Platten rausbekommen aus einer Rolle. Ob das Cheating ist, sei jedem selbst überlassen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Aber wenn wir hier noch das zweite Rezept anschauen, das erste verwendet einfach Wasser, das zweite Kühlmittel. Und hier sehen wir, wir brauchen 80 Eisen oder geschmolzenes Metall und hier haben wir 140 geschmolzenes Metall, bekommen vier Rollen raus, hier bekommen wir zwei Rollen raus, also für vier Rollen mit diesem Rezept bräuchten wir 160 geschmolzenes Metall. Also wir sparen ein bisschen bei der geschmolzenen Ressource. Nun, wie funktioniert das mit dem Kühlmittel? Zuerst muss man sich mal ein bisschen Kühlmittel herstellen, um den Prozess initial zum Laufen zu bringen. Das macht man hier in Chemiefabriken mit Wasser und Mineralöl und dann kann man das schon in die Maschinen reingeben. Rauskommen tut dann Used Coolant, also gebrauchtes Kühlmittel, und zwar in einer Temperatur 300 Grad Celsius, also nicht die Finger reinhalten. Aber dieses gebrauchte Kühlmittel können wir wieder aufbereiten, so dass dieses wieder in den Kreislauf eingefügt werden kann. Wie das geht, das sehen wir, wenn wir hier dieser Leitung folgen, hier nach ganz oben. Und dann sehen wir hier drei Kühltürme. Wenn wir die Rezeptur für die Kühlmittel ansehen, dann haben wir hier den Stage 3, also die dritte Variante, und die nimmt gebrauchtes Kühlmittel zwischen 250 und 350 Grad und kühlt das Ganze auf 200 Grad Celsius runter. Immer noch gebrauchtes Kühlmittel, verbraucht dabei Wasser, produziert Dampf. Und die zweite Stage macht dann quasi das Ähnliche, einfach von 150 Grad bis 250 Grad auf 100 Grad runterkühlen. Und ihr habt es vielleicht schon erraten, die erste Stage ist sehr ähnlich, 100 bis 150 Grad. Und wir bekommen 25-gradiges gebrauchtes Kühlmittel raus. Alle drei Varianten produzieren aus dem Wasser Dampf.
den wir dann hier in Dampfkesseln für die Stromproduktion verbrauchen können. Um sicherzustellen, dass der Dampf auch weggeht, auch wenn ich keinen Strom brauche, habe ich hier noch ein Flair platziert, einfach um das ganze Ding am Laufen zu halten. Und hier haben wir nun den 25-gradigen gebrauchtes Kühlmittel. Das geht in diese Filtrationsmaschinen rein und raus kommt frisches Kühlmittel. Und was wir hier machen für die Aufbereitung, wir brauchen Keramikfilter. Das Ganze geht auch mit Kohlefilter, aber ich finde, Keramikfilter eignen sich besser, weil die Aufbereitung, das sehen wir hier unten, er ist einfach, da brauche ich bloß gereinigtes Wasser und nicht Kohle wie bei den Kohlenfiltern. Kohle ist eine Ressource, die gemeint werden muss, also wesentlich schwerer zu beschaffen als gereinigtes Wasser hier. Und somit sind wir wieder zurück im Kreislauf. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hatte ein bisschen Probleme, das herauszufinden, wie genau das funktioniert. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich habe einige Let's Plays auf meinem Kanal. Schaut auch die mal an und ich würde mich freuen, euch da hin und wieder mal zu sehen. Also, bis dann. Tschüss.